So, liebe Carrera-Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier zu diesem Video des mittlerweile 100. Lauf des Aston Martin Cups. Und die 1 wird hier gleich gefahren von Axel, die 2 von Jörg. Mike wird hier gleich mit der 3 an den Start gehen und der Peter mit der 4. Und das zurzeit schnellste Auto im Feld wird gefahren von Julian, der das aber in der Qualifying-Zeit nicht geschafft hat, hier die Pole zu fahren. Vorne die 4 mit Peter, dann kommt Axel, dann an 3 Julian mit der 5, dann kommt Mike und an Position 5 startet hier gleich Jörg mit dem Aston Martin der Firma Plumbeck. Und ja, der Holländer, guck mal in die Kamera, weckt sozusagen den Rudi Carrell in sich und hier schießt es also erstmal Axel und Julian von der Bahn und Julian schafft gerade mal 2 Kurven weiter und kracht dann wieder mit seinem Aston Martin hier in die Leitplanke, tankt kurz auf und sorgt dafür, dass er jetzt nach vorne und nach hinten freie Fahrt hat. Und Julian, der hier beim Clubzonenrennen von Carrera leider den Tag kein glückliches Händchen hat, wird hier jetzt versuchen, das Feld hier von hinten wieder zu kontrollieren, wird versuchen, hier nach vorne zu fahren. Hat jetzt Axel erstmal kassiert, der hier mit dem Aston Martin der Firma Fleischhut erstmal in die Bande rast. Ja, ein bisschen stürmisch fahren die Jungs hier. Das kann aber folgende Ursache haben. Wenn wir hier auf der Bahn fahren, den Aston Martin Cup, dann erhöhen wir hier leicht die Voltzahl. Und bei 5 Autos ist natürlich dann logischerweise ein Fahrzeug und somit ein Stromabnehmer weniger auf der Bahn und so werden die Autos doch schon etwas schneller. Ist auch immer ganz nett beim Qualifying, wenn vielleicht 3, 4 Fahrer ihre Autos schon von der Bahn nehmen, weil sie denken, sie haben schon jetzt eine Top-Zeit hingelegt und sind damit zufrieden. Und wenn dann nur noch 1, 2 Autos auf der Bahn sind und fahren dann die schnellste Runde, dann können sie die mal locker knacken, weil, wie gesagt, sie dann mehr Saft zur Verfügung haben als sonst. Also da gab es schon die ein oder andere Überraschung. Aber jetzt hier die Tankstrategie. Da die Nummer 3 hat erstmal voll aufgetankt. Und dann tankt hier jetzt Peter auf mit der Nummer 4. Der nimmt auch komplett die Tankzeit in Anspruch. Jetzt kommt hier noch der Fliesenlegermeister Jörg Osterndorf mit dem Aston Martin der Firma Plumbeck, der hier wohl auch nochmal voll auftankt. Ja, Jörg bei der Carrera Clubzone hier vor einigen Wochen einen hervorragenden 2. Platz hat er hier belegt. Musste sich nur Nils Stenzler geschlagen geben. Ja, die Carrera Clubzone hier war wirklich ein toller Erfolg, hat allen Spaß gemacht und war auch super organisiert und Nils konnte sich auch zu Hause jetzt durchsetzen. Also Nils darf jetzt auch mit nach Nürnberg, denn eigentlich war für das Wochenende schon seit längerem eine andere Veranstaltung geplant. Aber letzte Woche konnte man Nils also sehen, wie er bei Firma Fleischhut sich den Ferrari geholt hat, mit dem auch im Finale gefahren wird. Und Nils ist eifrig dabei, übt auf seiner Hausstrecke, geht also nicht eher schlafen, bis er abends nochmal wieder einen Rundenrekord aufgestellt hat. Also Nils und Axel und Nick und Kian, alles Gute für Nürnberg. Und den kleinen Fontaden will ich mal auch nicht vergessen.
Euch auch vor allen Dingen viel Spaß dann in Nürnberg beim Carrera Finale. Wird bestimmt eine schöne Veranstaltung da im Cinemax. Und wie ich weiß, habt ihr schon alle eure Zugtickets nach Nürnberg hier gebucht. Ja, hier wird nochmal getankt. Die 4 fährt raus. Julian steht noch und düst jetzt los, während die 3 hier jetzt nochmal reinkommt. Ja, wirklich muss ich sagen, bin ein bisschen begeistert, dass wir mittlerweile hier 100 Läufe gefahren haben. Der Sieger des Aston Martin Cups steht hier schon mit Axel fest. Und bei den restlichen Rennen kann es noch zu einzelnen Verschiebungen kommen auf den Plätzen 2 und 7. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, Kompliment auch hier an die Aston Martins, die wirklich sehr, sehr gut durchgehalten haben und auch recht, ja, muss man sagen, konstant gefahren sind. Wir hatten hier also wirklich kaum größere Ausfälle. Die Ersatzfahrzeuge kamen wirklich selten zum Einsatz. Also auch da muss man sagen, hat Carrera ganze Arbeit geleistet und nächstes Jahr wird ja hier der Audi R8 gefahren. Mit dem haben wir bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Also da sind wir schon mal gespannt aufs nächste Jahr. Ja, hier kann man mittlerweile sehen, dass die Jungs ein bisschen disziplinierter fahren. Hätte mich eigentlich auch gewundert, weil 4 der Fahrer, die hier am Start sind, ausgenommen jetzt mal Julian, sind hier unter die Top 8 gefahren beim Aston Martin Cup. Also da habe ich eigentlich so ein Fahrtbild hier auch erwartet und nicht wie am Anfang, dass jeder mal hier die Bande ordentlich küsst. Ja, Julian konnte zwar bei der Carrera Club so nicht gerade glänzen, aber diesen Lauf hier hat Julian hier doch für sich entschieden. Julian gewinnt diesen Lauf vor Axel und vor Peter, vor Mike Lomatsch und den 5. Platz hier belegt Jörg Ostendorf. Ja, und mit diesen Bildern bedanke ich mich bei euch, wünsche euch alles Gute, bis dann und bye bye.